Immer mehr Kinder und Jugendliche wollen shooten. Und immer mehr Mädchen und Frauen wollen auch shooten. Ich bin sicher, dass die Frauen Euro 2025 in der Stadt Bern hier einen Boom wird auslösen. Das freut mich natürlich. Aber woher nehmen wir alle die zusätzlichen Flächen, wenn wir schon jetzt zu wenig Shootfelder haben? Mit unserer neuen Rasensportstrategie zeigen wir auf, wie das geht. Wir sanieren zum Beispiel einen Sportrasen oder wandeln einen Naturrasen in einen Kunstrasen um, wie hier im Steiger Hobo. So schaffen wir es, dass in der Stadt Bern alle ihre Lieblingsrasensportart ausüben können, sei das Shooten oder irgendetwas anderes. Also es ist klar, es braucht mehr Sportrasenfelder und wir wollen die Sportrasenfelder auch realisieren. In der ersten Phase werden wir, so wie hier im Steiger Hubbel, Naturrasen ersetzen durch Kunstrasen. Der kann intensiver genutzt werden, da können mehr Mannschaften drauf spielen. Das reicht für die nächsten 10 Jahre. Und nachher müssen wir dann zusätzliche Sportfelder suchen, planen und auch bauen. Und was dazu kommt, ist der neue IB Campus in Bolling. Dort werden viele Berner Mannschaften her können shooten. Auch das schafft mehr Platz. Unser Ziel ist, dass alle, die in Bern shooten wollen, auch shooten können.